Um etwas zu bekommen, darfst du erstmal etwas anderes loslassen. Ich bin Andrea Wilk, ich bin Indie-Autorin und nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten. Und heute, ich finde es immer so lustig, wenn so zwei Sachen zusammenkommen, die aus komplett verschiedenen Richtungen kommen, dann ist das immer so ein Zeichen für mich, dass ich mich näher damit beschäftigen darf. Und dieses Thema, das Thema Loslassen, beschäftigt mich ja tatsächlich schon seit über einem Jahr, vermutlich sogar noch länger, aber im August 2023 habe ich damit ja eine krasse Erfahrung gemacht. Und heute, ich mache gerade die Ruse von Laura Seiler mal wieder und habe heute Morgen eine Meditation zum Thema Loslassen gemacht. Und dann war ich joggen und habe einen Podcast gehört, den ich euch hier einmal verlinke. Da geht es ums Money Mindset und da geht es auch um Detachment in dieser Folge. Und ich hatte diese Folge wirklich völlig random rausgesucht und dachte ich so, hey, stopp mal, loslassen. Und deswegen dachte ich mir, wir reden da einmal darüber, weil du kennst das bestimmt, wenn du etwas unbedingt haben willst, also so krass in diesen Mangelgedanken drin bist, von ich brauche das unbedingt, ohne das geht es mir nicht gut, dann ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass du es bekommst. Und andersrum, wenn du völlig entspannt bist und dir so denkst, ich bin auch glücklich, wenn das nicht klappt, es wäre cool, wenn es klappt, ich würde mich mega freuen und gleichzeitig ist es okay, wenn es nicht klappt. Das Beispiel, was vom August 2023 passt halt einfach so gut, auch wenn es jetzt kein Autorinnen-Thema ist, denn 2023 hat Laura Seiler lustigerweise auch Plätze für ihre Coaching-Ausbildung verlost, genau genommen nur einen Platz. Und am Tag, bevor sie das ausgelost hat, habe ich für mich entschieden, okay, pass auf, es ist vollkommen okay, wer diesen Platz bekommt. Ich bin ganz sicher, die Person, die diesen Platz braucht, hat ihn die bekommt ihn auch. Und am Tag davor gab es eine Situation mit einer Freundin, die mich wahnsinnig wütend gemacht hat. Und ich habe diese Wut nicht, wie ich es normalerweise gemacht hätte, durch mich ärgern und sowas noch aufgebauscht und darüber sprechen und das so in so eine, kennt ihr ja bestimmt, ne, wenn man auf jemanden wütend ist und einfach so voll im Widerstand ist, diese Sache gar nicht will, dann steigert man sich da sehr gerne rein. Ich kann das gut, ich konnte das gut. Ich bin da inzwischen sehr, sehr gewachsen, bin ich sehr, sehr dankbar und ich habe das mit EFT in den Angriff genommen. Also EFT ist diese Klopftechnik, dazu hatte ich auch schon mal ein Video, verlinke ich euch auch nochmal. Und ich habe das quasi losgelassen und ich habe energetisch so, so viel losgelassen in dem Moment, dass ich komplett frei war. Ich war komplett in diesem Gedanken von oder in diesem Gefühl von, es geht mir gut, da wo ich gerade bin, ist alles geil. Ich weiß genau, ich wachse, ich weiß genau, ich gehe meinen Weg, alles was jetzt kommt, ist richtig. Und dann habe ich halt diese Ausbildung gewonnen. Ja, also das ist immer noch so krass für mich. Und durch diesen Gewinn, diese Ausbildung hat sich einfach so, so viel in meinem Leben verändert. Und ich nehme euch mal mit in die Meditation von heute. Es war so super spannend. Es ging tatsächlich darum, dass ich... Also es geht in der Rusu von Laura Seiler setzt man sich halt so ein krasses Ziel. Also was so echt so über Next Level ist. Und die Frage war, warum habe ich es bisher noch nicht erreicht? Und das war wirklich so, hat sich in der Meditation gestellt. Und für mich war klar, also was hält ich noch zurück? Ne? Und ich habe sofort, wer hält ich noch zurück? Welcher Gedanke hält ich noch zurück? Und der Gedanke war tatsächlich, das ist einfach nicht für mich. Und es war so spannend. Ich habe dann beziehungsweise weitergefragt, woher kommt das, wo hast du das schon mal gehört? Und ich habe sofort die Person im Kopf gehabt, von der ich das schon mal gehört hatte. Und dann war noch so die Frage, ja, kommt denn da noch was anderes dran? Und dieses Gewicht, was an diesem Satz hing, das gehört einfach nicht zu mir, war so schwer. Ich habe so richtig gemerkt, wie es mich festgehalten hat, wie es mich in eine Vergangenheit gezogen hat, die eigentlich überhaupt nichts mit mir zu tun hat und halt auch in eine Tiefe gezogen hat, wo ich nicht hingehöre. Und es gibt dann halt dieses Energy Cord Cutting, also dass du so Energiebahnen durchtrennst. Manche machen das auch mit einer Strichmännchen-Methode.
in manchen Meditationen stellst du dir halt diese Verbindung, diese energetische Verbindung stellst du dir halt wie so ein goldenes Band vor. Kann jeder machen, wie er möchte. Es ist auf jeden Fall da, ob wir das nun auf spiritueller Ebene im Sinne von Energy Cords oder irgendwas begreifen oder ob wir das tatsächlich einfach, in Anführungsstrichen, nur fühlen, dass da was ist, was uns zurückhält. Es ist komplett egal, wie du das in deinem Kopf dir verständlich machen kannst. Es ist da. Und dann diese, und ich fand es tatsächlich ein bisschen schade in der Meditation, weil ich hätte es mir anders vorgestellt, anders gewünscht, denn ich habe vorher schon gespürt, wenn ich das jetzt durchschneide, dann ist das wie so ein elastisches Seil, das wirklich dann mir so einen richtigen Schub gibt, mich so nach vorne drückt, sobald ich das durchtrenne. Und dieses Gefühl, also dieses Loslassen sind dann halt quasi also zwei Sachen tatsächlich. Es ist einmal dieses, was lässt du los, was in deiner Vergangenheit ist und dich zurückhält, was dich festhält, was dich auf einer Bahn hält, auf der du überhaupt nicht sein willst. Und das andere ist, was lässt du aus der Zukunft los? Und aus der Zukunft etwas loslassen bedeutet, dass du einen jetzt gegenwärtigen Mangel loslässt. Denn wenn du dir etwas wünschst, zum Beispiel, um mal wieder aufs Autorenthema zu kommen, Bestseller-Autorin zu sein, veröffentlichte Autorin zu sein, einen Verlagsvertrag zu haben, in die Top 100 bei Amazon zu kommen, überhaupt Leser zu führen, überhaupt ein Buch fertig zu schreiben, dann kannst du das halt auf zwei verschiedene Arten angehen. Du kannst dich auf diesem Weg sehen und du kannst dich als dieser Mensch fühlen, der sich auf dem Weg dorthin befindet, dieses Ziel zu erreichen. Oder du kannst dich als jemand sehen, der dieses Ziel nicht erreicht hat. Oder der dieses Ziel unbedingt erreichen muss. Und dieser Unterschied zwischen Mangel und Fülle ist nicht nur energetisch relevant, sondern auch für dein eigenes Denken darüber, wie du über dich denkst, wie du über die Welt denkst. Wenn du glaubst, du bist im Mangel, dass du nicht glücklich sein kannst, wenn du das und das nicht hast, dann schaltest du anders, dann handelst du anders als jemand, der denkt, mir geht's richtig geil, mir geht's gut. Da, wo ich bin, das, was ich habe, ist mega. Gleichzeitig fände ich es total cool, wenn ich noch dort und dorthin gehen könnte. Und beziehungsweise gar nicht unbedingt fände ich es noch cool, sondern gleichzeitig gehe ich aber dort und dorthin. Und ich bin mir sicher, dass ich weiterkomme und dass ich irgendwo ankomme und dass das, was dort in der Zukunft für mich liegt, für mich da ist und dass es auf mich wartet und dass ich dorthin komme. Und wenn du diesen Wunsch in dir verspürst, der dich so elektrisiert, wie Elvira Zeisler in dem Interview gesagt hat, dann wirst du dort auch hinkommen und dann wirst du halt die Schritte gehen, die dich dorthin führen. Und der Punkt ist, du wirst dich dabei gut fühlen. Wohingegen, wenn du in diesem Mangeldenken bist, wirst du dich nicht gut fühlen. Denn du wirst immer Mangel sein. Du wirst immer das Gefühl haben, ich habe nicht das, was ich brauche. Und selbst wenn du dieses vermeintliche Ziel dann erreichst, wirst du nicht glücklich sein. Das habe ich ja schon ganz, ganz oft gesagt, dass wir nur auf dem Weg glücklich sein können und nicht, wenn wir das Ziel erreichen. Und beziehungsweise, natürlich können wir auch beim Ziel glücklich sein, aber halt eher nicht dann, wenn wir auf dem Weg nicht glücklich waren. Okay. Loslassen. Immer wieder loslassen, immer wieder diese quälenden Gedanken auch loslassen, immer wieder Ängste loslassen, Sorgen loslassen. Und zwar nicht, weil sie keine Daseinsberechtigung haben, sondern das Loslassen ist ein Prozess, während dem du die Sachen anerkennst. Also du erkennst die Angst an, du erkennst den Satz aus der Vergangenheit an, du erkennst die Sorge an. Und gleichzeitig sagst du, du bist da, danke, ich lasse dich jetzt los. Also es ist kein Unterdrücken, es ist kein die Realität verleugnen, sondern es ist eher ein die Realität mit den Augen sehen, mit denen du sie sehen möchtest. Also mit den Augen der Person sehen, die du sein möchtest. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Ja, genau. Und wenn du mehr solchen Input möchtest, dann abonniere super gerne den Kanal oder werd mein Patron. Da haben wir wunderschöne Diskussionen, die auch immer wieder in diese Richtung gehen. Oder abonniere mein Newsletter. Da gibt es jeden Dienstag einen Mindset-Boost, der dich in ähnlicher Weise
mitnimmt und zum Nachdenken bringt, hoffentlich. Und wenn du irgendetwas zu diesem Inhalt erzählen möchtest, dann kommentiere super gern unter diesem Video. Und noch einmal der Hinweis auf meine Coaching-Warteliste. 2025 geht's los mit Coachings in dem Bereich für Autoren und aber auch für, ja doch, vor allem für Autoren, für Menschen, die kreativ erfolgreich sein möchten. Bis dahin, denk daran, du bist gut genug und du hast es verdient, deine Träume zu leben. Mach's ganz, ganz gut, dein Andrea.